Seid gegrüßt im Video zu den Reliquien im Bergdorf. Wenn ihr das erste Mal im Bergdorf ankommt, könnt ihr zwei der insgesamt sechs Reliquien finden. Die anderen werden im weiteren Spielverlauf erst freigeschaltet, beziehungsweise die Gebiete dahin könnt ihr erst dann erreichen. Die erste Reliquie findet ihr an dieser Stelle, da ist sie bei mir schon eingezeichnet durch die Schatzkarte. Erreichen könnt ihr hier dieses Gebäude halt hier über das Flugzeug oder hier hinten springt er über diese Kiste nach hier oben hin. Zumindest wenn ihr in diesem Gebäude angekommen seid, müsst ihr alle Treppen runterlaufen, bis ihr sozusagen im Keller seid. Und dann liegt die Reliquie hier in dieser Ecke auf dem Boden. Das ist die erste Reliquie. Und die vorerst letzte, zweite Reliquie hier im Bergdorf findet ihr an dieser Stelle. Wenn ihr dort angekommen seid, geht ihr in das linke Gebäude sozusagen rein. Springt in die erste Etage, springt hier rüber in die zweite Etage, krabbelt um die Ecke und krabbelt ganz nach oben. Und dann liegt die letzte, vorerst letzte Reliquie da auf dem Tisch. Für die anderen Reliquien mache ich nochmal ein separates Video. Das lade ich dann auch hoch, seht ihr dann ja. Bis dann, macht's gut, ciao, ciao.